So, herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute werden wir mal wieder gemeinsam eine Online-Shop-Review machen. Bedeutet, ich habe einen Teilnehmer aus der Community ausgewählt, diesmal nicht von YouTube, sondern von Instagram. Und wir werden uns gemeinsam seinen Online-Shop angucken. Das heißt, ich werde dir alles zeigen, was ist gut, was ist nicht so gut, was kannst du auch direkt nach dem Video in deinem Online-Shop umsetzen. Deswegen hier auch schon der Hinweis, Video unbedingt bis zum Ende angucken. Auch da, ich habe mir den Shop im Endeffekt noch nicht angeguckt. Ich habe ihn jetzt hier aufgerufen. Das heißt, wir gehen gleich gemeinsam in den Laptop rein und gucken uns das an. Hier vielleicht auch noch ein, zwei Hinweise. Ich bin mittlerweile seit über 5 Jahren in dem ganzen E-Commerce-Space unterwegs. Seit 5 Jahren, ja, wie soll ich sagen, ich will es aber nicht zu hoch halten, aber wahrscheinlich eins der mitbekanntesten Gesichter in diesem ganzen Space geworden. Das heißt, wir haben im Endeffekt den Überblick über sehr, sehr viele Nischen, über sehr viele Online-Shops, auch über die ganzen Kunden, die wir in der Masterclass betreuen. Und deswegen wissen wir halt sehr, sehr genau, was verkauft sich, was funktioniert, was nicht. Wir haben einfach ein Schritt-für-Schritt-System auf die Beine gestellt, sage ich mal, fast schon genetisch herangezüchtet, was einfach für jeden funktioniert. Ja, das heißt, das, was wir jetzt gleich machen, ist hauptsächlich für die Leute interessant, die schon sich einen Online-Shop aufgebaut haben, nicht wirklich weiterkommen. Wenn du aber so weit bist, dass du sagst, ich stehe noch bei Null, also du hast noch nie irgendwas gemacht, dann ist es wichtig, hol dir von Anfang an einen Mentor, dass du erstmal deinen Shop richtig aufbaust, dass du zumindest mal die ersten 30, 50, 100.000 Euro Umsatz machst, bevor du dann zum Beispiel solche Sachen anguckst, wie du noch optimieren kannst. Ja, weil wichtig ist es nicht, dass du irgendwie 200, 300, 400 Euro nebenbei verdienst, wie ich immer sage, ist alles cool, wird dich aber nie rausbringen aus dem Angestelltenverhältnis. Da ist es wichtig, dass du zumindest mal entspannt im Monat 2, 3, 4, 5.000 Euro nebenbei verdienst. Und ob du dann sagst, es ist für mich eine Absicherung fürs Alter oder einfach ein zweites finanzielles Standbein oder ob du sagst, nee, ich will wie Kunden von uns raus aus dem Job, dann kannst du das natürlich auch gerne machen, aber dieses Level musst du erstmal erreichen. By the way, hier vielleicht noch 2 Sachen. Wenn du es noch nicht machen solltest, dann zück jetzt mal kurz dein Handy, geh auf Instagram, dann gibst du Bastian Huck ein und dann guckst du dir einfach mal die Ergebnisse an, weil ich hau jeden bis jeden zweiten Tag Live-Ergebnisse unserer Teilnehmer raus, was mit einem Online-Shop wirklich möglich ist, wenn du das Ganze nach unserem System umsetzt. Und auch nicht erschrecken, du wirst Monatsumsätze teilweise von 20, 30, 50, 80, teilweise über 100.000 Euro im Monat sehen. Das ist erstmal für dich weit weg oder fern, wenn du angestellt bist, ist aber ganz normal, wenn du im Endeffekt unser System umsetzt und da Gas gibst. Und deswegen auch zweiter Weg, sage ich mal, Hinweis zur Inspiration. Geh mal auf hookconsulting-erfahrungen.de und dort guckst du dir mal die ganzen Erfolgsinterviews unserer Kunden an. So, da wirst du sehen, da sind einige mit dabei, die haben die Jobs hingeschmissen und das nicht erst vor 3 Monaten, wo man nicht weiß, ob es funktioniert. Da sind Leute mit dabei, die haben das schon vor 1,5 Jahren, manche sogar vor über 2 Jahren gemacht, sind teilweise auf Weltreise, viel Zeit mit der Family, viel Zeit mit Kids oder auch mit dem Neffen, wenn jemand vorhanden ist. Also sie können einfach ihr Ding machen, ja, ihr Leben und zwar jeden Tag. Nicht morgens aufstehen, spät abends zurückkommen, 5 Wochen Urlaub und sonst musst du alles machen, was dein Arbeitgeber dir sagt. Nein, du hast endlich Zeit für dich und die Dinge, die dir wirklich Spaß machen. So, und jetzt würde ich aber sagen, es war es genug der Einleitung. War schon wieder mehr, als ich eigentlich sagen wollte. Wir springen jetzt einfach mal rein. Wir gucken uns den Shop an, damit du für dich möglichst viel mitnehmen kannst. Ich mach's mir bequem, du machst es dir bequem. Und jetzt legen wir einfach mal los. Also, Motorclub. Klingt erstmal nach Autos wahrscheinlich. Hier oben sieht alles relativ clean aus. Logo richtig geil. Startzeitenbild passt auch. Sieht aus wie eine Autobahn oder eine Straße. Passt also. Schrift hebt sich auch gut ab. Hier ist aber was ich anders machen würde. Hier steht Mode für Auto- und Motorradfans. Das sind 2 unterschiedliche Nischen. Motorradfans bedeutet, du hast meistens so diese klassischen Rocker, diese Harley-Davidson-Fahrer, meistens schon einen Ticken älter, haben in den Rockerclubs, Motorradclubs und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du Auto- und Tuning-Fans. Das sind 2, nicht komplett, aber doch relativ unterschiedliche Zielgruppen. Also entweder sollte der Shop in die Motorradnische gehen, Rockernische, Bikernische oder in die Autonische. Also da muss man nachfeilen. Kollektionen: Shirts, Sweatshirts, Hoodies. Auch hier muss man was anders machen, weil hier sehe ich nichts von Shirts, ich sehe nichts von Sweatshirts und ich sehe nichts von Hoodies. Das heißt, das, wofür die Kategorien stehen, sollte sich auch im Bild widerspiegeln. Das ist extrem, extrem wichtig und ist hier nicht verstanden. Da checke ich überhaupt nicht, wenn jetzt diese Wörter hier nicht drunter stehen würden, wofür steht das? Keine Ahnung. Also das muss anders gemacht werden. So, Bestseller.
Backprint-Design hier, Brusttaschen-Design hier, hier nochmal. Also hier auch wichtig, dass die Leute, die die Designs tragen, sollten im besten Fall zur Zielgruppe passen. Das heißt, der Kerl sieht eher halt so ein bisschen, ja, Milchbubi-mäßig aus. Nicht unbedingt wie ein Rocker oder wie ein Tuning-Fan. Oder man schneidet halt im Endeffekt dieses Bild ein Ticken mehr zu, sodass man seinen Kopf nicht sieht, die blonden Haare, hier die Hose nicht. Ist auch ein bisschen zu weit weg von dem Produkt, vom Design. Würde ich so also nicht machen, muss angepasst werden. Genauso wie hier ist ja ganz viel außenrum, was einfach ablenkt. Das heißt, da muss einfach viel mehr Fokus auf dem Produkt und auf dem Design sein. Den hier könnte man von der Zielgruppe eher lassen. Trotzdem ist es einfach zu weit weg. Man muss da einfach näher ran an das Produkt und an das Design. Ja, das zieht sich im Endeffekt durch. Das ist ganz gut. Da ist Fokus auf dem Design drauf. Okay, ist auf jeden Fall schon mal ein Shop, der Umsatz macht. Sieht zumindest so aus. Kundenbewertungen sind drin. Und es sieht aus wie, ja, sind unterschiedliche Kunden, die Produkte gekauft haben. Also Umsatz ist auf jeden Fall schon mal am Start. Das ist gut. Genau, das erste Mal Startseite ist clean. Das passt. Bis auf die Änderungen, die ich gerade gesagt habe. Jetzt gehen wir mal auf T-Shirts. Ja, okay. Also erstmal, das muss groß geschrieben sein. Am Anfang keine Rechtschreibfehler machen. Das ist maximal unseriös. Also Standard. Und Oversize muss groß geschrieben sein. Ganz einfaches Rechtschreibgame. So, dann würde ich das nicht mit Rot hinterlegen. Oder die Schrift muss in Weiß sein, sonst hebt sie sich halt einfach nicht ab. Dann gehen wir mal auf die Shirts. Dumm, 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 dumm. Ja, also hier wieder das Gleiche. Produkte sind einfach zu weit weg. Da ist es gut. Fokus auf dem Produkt. Da ist der Fokus nicht auf dem Produkt. Jetzt klicken wir einfach mal hier rein. Also ich habe den Witz verstanden mit dem guten Rad ist teuer, in dem Fall mit Rad. Würde ich aber nicht unbedingt mit den Rädern machen. Es ist auch nur ein zusätzliches Bild drin, das ist zu wenig, es müssen mehr Produktbilder rein. Das ist hier schon mal wichtig. Was nehmen wir noch? Nehmen wir das hier. Hier ist das Problem, abgesehen davon, dass der Aufbau wieder gleich ist, müssen mehr Produktbilder rein, es müssen bessere Produktbilder rein, es muss mehr Fokus auf das Design, auf dem Produkt sein. Und hier sehe ich das Problem einfach darin, dass das ein Spruch ist oder ein Design, was halt schon extrem oft über den Markt gelaufen ist. Da ist kein spezieller Humor drin. Humor ist das, was sich sehr, sehr gut verkauft in fast allen Nischen. Das ist hier einfach nicht drin. Und du kannst dich meistens relativ schnell selber testen, wenn du ein Produkt siehst oder ein Design oder ein Spruch oder was auch immer. Und du liest das und musst innerlich schon irgendwie lachen. Ja? Dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es nicht nur dir so geht. Und da ist halt wenig Emotion drin. Ne? Ride to Hell. Das wirst du auf Etsy wahrscheinlich 1000 Mal finden und auf anderen Plattformen auch. Ist halt so ein 0815-Spruch. Das heißt, da muss mehr Emotion und mehr Humor einfach rein. Ich mache das mal kurz größer, einfach hier. Das ist wieder Ride to Hell, es ist genau der gleiche Spruch. Wichtig, es bringt dir nur was, den gleichen Spruch nochmal zu verwenden mit einem anderen Design drunter, wenn du herausgefunden hast, dass sich dieser Spruch sehr, sehr gut verkauft. Wenn er sich nicht sehr gut verkauft, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass nur weil du ein anderes Design dort reinknallst, es sich genauso gut oder besser verkauft. Und wie gesagt, was mir halt nicht so gefällt, ist dieser blonde Boy, den ich nicht wirklich mit einem harten Rocker einfach identifiziere. Ja, also es muss immer zur Zielgruppe passen. So, dann gucken wir uns mal das an. Autofahren, du musst, ist auf jeden Fall schon mal besser. Definitiv. Das ist halt dieser klassische Star Wars Spruch, sage ich mal, oder Star Wars Humor. Aber ich würde da wieder ein paar Sachen anders machen. Ich würde eine andere Schriftart verwenden. Schriftart ist tatsächlich viel, viel wichtiger, als die meisten da draußen denken. So, gleichzeitig würde ich einfach ein anderes Produkt-Mockup nehmen, nicht dieses standardisierte, auch wichtig. Gibt es auch unterschiedliche Hacks, lernt man auch bei uns in der Masterclass. Und ansonsten vermute ich mal, wir schauen noch bei Classics rein, was hier mit drin ist. Hier oben sehe ich übrigens auch gerade hier die Schrift. Das dunkle Schwarz hebt sich halt von dem dunklen Rot einfach so gut wie nicht ab. Das heißt, das funktioniert auch nicht. Schrift müsste, wenn dann, in Weiß sein. Classics ist schlecht gemacht. Warum?
weil du jetzt bei Classic, also ja, jetzt verstehe ich den Sinn, würde ich aber nicht machen, weil jetzt tauchen plötzlich unterschiedliche Produkte auf. Wenn es jetzt Bestseller heißen würde, dann würde ich es verstehen. Unter Classics kann ich mir nicht wirklich was vorstellen und jetzt tauchen plötzlich random Produkte auf und wichtig ist halt, dass man dort wirklich nur die Produkte dann drin hat, die sich wirklich auch mit Abstand am besten verkaufen, wo ich mal die ersten 30.000, 50.000 Euro Umsatz gemacht habe und das sieht hier noch nicht ganz so aus. Das heißt, im Endeffekt grundsätzlich, der Shop ist clean aufgebaut, Schriften müssen angepasst werden, die Farben müssen angepasst werden, die Dinge müssen sich abheben. Das hier ist einfach zu groß hier oben generell in den Kategorien drin. Classics sollte man in dem Fall nicht machen und was halt einfach noch fehlt und das ist eigentlich so der Hauptschlüssel, das ist einfach Thema Designverständnis, Verständnis für Sprüche, Verständnis für Humor, Verständnis für Emotionen, die richtigen Produktbilder zu nehmen, die richtige Distanz zum Produkt oder zu dem Design zu haben und das ist das, worauf es ankommt. Ne? Und das ist auch das, was die Leute bei uns in der Masterclass lernen und wenn du es bei uns lernst, dann musst du es natürlich auch richtig umsetzen. Und wenn dein Ziel eben auch ist, was Großes aufzubauen, eine große Brand und halt nicht nur einen Online-Shop, der mal die ersten 5.000 bis 10.000 Euro Umsatz machst, sondern das einfach mal mit 10x nimmst, das heißt mal 50.000, 100.000 Euro Umsatz machst, wie auch Kunden von uns und Geld ist alles schön und cool, bringt dir am Ende aber relativ wenig, weil das, was dir wirklich was bringt, das ist immer Zeit, Zeit für die Dinge, die dir Spaß machen und dafür brauchst du aber Geld. Ne? Und da ist es wichtig, im Angestelltenverhältnis tauschst du immer nur Zeit gegen Geld und wenn du nichts dagegen unternimmst, wenn du dir nichts Eigenes aufbaust, dann wird das laufen, bis du 70, 75 bist. Dann musst du irgendwann zurückblicken und gucken und überlegen, was habe ich in meinem Leben eigentlich geschafft? Bin ich stolz auf mein Leben? Habe ich wirklich was Geiles aufgebaut? Konnte ich meinen Kindern was weitergeben? Habe ich viel Zeit mit meiner Family gehabt? Habe ich die Welt gesehen? Habe ich alle Länder bereist, die ich sehen wollte? Habe ich vielleicht auch das Auto gefahren, was ich haben wollte? Habe ich mein Immobilienportfolio aufgebaut? Was auch immer. Wenn das dein Ziel ist, findest du hier unterhalb des Videos den Zugang zu unserer Masterclass, zu unserem Mentoring. Gebe, wie gesagt, gerne auch auf hookconsulting-erfahrung.de. Guck dir mal die ganzen Erfolgsinterviews an. Lass dich dort inspirieren, lass dich motivieren. Und wenn du sagst, Basti, das fühlt sich gut an, da habe ich Bock drauf. Ich habe Bock, mein eigenes Ding zu machen, rauszugehen aus dem Job, finanziell unabhängig zu sein, dann bewirb dich gerne für das Beratungsgespräch. Dann lernen wir uns erstmal kennen. Und wenn alles passt am Ende des Gesprächs, dann geben wir Gas und dann bauen wir genau das Gleiche auch für dich auf. In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram unter Bastian Huck. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Dein Bastian.